Da geht es zum Teil jetzt um Millisekunden oder sowas, wo man dann wirklich so langsam mal über Ethik oder so reden könnte. Da sind Banken, die haben dann auch so ein dickes Glasfaserkabel von der Wall Street, am besten in den Keller nebenan. Also am besten ist es, ich kaufe das Haus neben der Wall Street und bohre dann in den Boden rein und mache dann ein Hochhaus unten drunter und mache ein dickes Glasfaserkabel von dem Börsenrechner zu denen. Und dann ist ja so, dass das oft Glasfasern sich mit Lichtgeschwindigkeit fortsetzt, die Signale. Und dann hat man irgendwo so eine Millisekunde Vorsprung oder eine Mikrosekunde. Und das reicht manchmal einfach, um jetzt beim Hochfrequenzhandel Gewinn zu machen. Und das nimmt jetzt irgendwie perverse Formen an. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Also jetzt einfach naiv. Man könnte einfach jede Transaktion nach einer Sekunde erst. Dass man, also wenn irgendwas bekannt ist am Markt, dass die Leute wenigstens eine Sekunde oder eine Minute Zeit haben. Nach dem Abitur habe ich kurz gejobbt und dann habe ich gesagt, ich habe 10 BASF-Aktien gekauft. Und dann muss man zu einer Bank gehen, ein Depotkonto haben, das hat man gemacht, und dann in 3- bis 4-facher Auswertung mit Kohlepapier irgend so ein Formular ausfüllen. Und das haben die dann an die Zentrale geschickt und dann an die Börse. Und 2 Tage später oder so ist dann das überhaupt erst an die Börse gekommen. 2 Tage später. Und dann haben sie den Kurs ausgeführt zum Mittag, zum Kassakurs. Und dann kriegt man nochmal irgendwann später eine Abrechnung und muss das wieder unterschreiben. Sehr kompliziert. Und das ist heute irgendwo in Nanosekunden. Also ich habe mal auch jetzt mal Aktien gekauft in Hongkong. Das ist kein Zeit. Und also praktisch gebe das ein, Enter. Dann gucke ich nochmal Orderbuch und also ein Klick vor in das andere. Und dann steht schon ausgeführt. Führt. Und es ist völlig egal, wo das auf der Welt war und so, und keine 3 Unterschriften und so weiter. Und diese ganze Kette, die dazwischen lag, also die das ja hin und her schicken und nochmal begutachten und gucken, ob ich auch genug auf dem Konto habe. Ja, muss ja einer gucken, ist Deckung auf dem Konto vorhanden und so weiter. Diese ganzen Arbeitsvorgänge werden jetzt einfach von der Maschine gemacht und das nimmt immer mehr Fahrt auf. Ich habe jetzt ein neues Wort gefunden, das heißt Neodigitalisierung. Also, dass man Dinge, die man schon digitalisiert hat, nochmal digitalisiert, weil es einfach neue Technologien gibt. Und was man so beobachtet, dass in den fortgeschrittensten digitalen Industrien, das sind alle Finanzinstitute und zum Teil Handel, die haben alle Daten schon im 70er Jahren digitalisiert auf IBM Mainframes, auf ganz großen, sehr teuren Computern. Und die haben eine bestimmte Struktur und dafür hat man die Anwendung geschrieben. Die mussten damals alle, das sind keine Standardanwendungen wie SAP, sondern quasi mit tausenden Leuten, mit hunderten Millionen D-Mark damals konstruierte große Anwendungen, das heißt Kernanwendungen. Und die kann man nicht einfach portieren jetzt auf kleine Computer, das geht nicht. Also man müsste dann wirklich den ganzen sowas wie ein Kernapparat von der Versicherung typischerweise oder von der Bank nochmal vollkommen neu implementieren dann für diese neue Zeit des Cloud Computing. Und das wird einen ungeheuren Aufwand machen. Man muss dann auch quasi eine Autobahn. Also so, es wäre, als wenn man den Flughafen Schönefeld auf dem Tegel-Grundstück noch baut. Also noch eine viel höhere Komplexität. Es geht nicht darum, überhaupt die Bank oder die Versicherung neu zu konzipieren, sondern man muss sie auf dem alten Grundstück noch machen. Ja, weil es läuft ja das Geschäft. Und das ist sehr schwierig. Da kann es sein, dass, wenn man es echt will, vielleicht 10 Jahre dauert. Wenn man das macht, dann hat man eigentlich Neo digitalisiert. Also ich habe das Digitale nochmal auf eine ganz neue Plattform gemacht. Und in 10 Jahren kann es gut sein, dass man wieder Neo digitalisieren muss.